So, ho, ho, ho. Herzlich willkommen, ihr lieben Waifusunas, Bennos der Mesomanga. Ja, was soll man sagen? Einen schönen, wunderschönen vierten Advent. Im Laufe der Tage wird es nun mehr Videos geben, als es davor gegeben hat, einfach weil es könnte noch Heiligabend dann dazu und der erste Weihnachtstag und der zweite und vielleicht auch noch so ein bisschen darüber hinaus oder ich fange schon davor an, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig mache. Ein paar Wünsche habe ich ja noch. Natürlich, ich konnte nicht alle erfüllen und das ist teilweise hier auch so, wenn mal gerade irgendwo Platz ist, dann habe ich mir hier halt mal die Zeit schnell genommen und mach eine Aufnahme. In dem Fall hier auch. Und das, was ich jetzt so gedacht habe, was ich so eigentlich relativ ohne irgendwelche Form von Vorbereitung hinkriegen kann und vielleicht auch, und auch vor allem auch alleine machen kann, ist ein Wunsch, der reinkam. Und zwar hat sich jemand gewünscht, meine Lieblingsharem-Manga. Jetzt ist es natürlich so, ich mache keine, oder ich mache schon seit längerer Zeit keine Top 10 irgendwas, es sei denn, man kann wirklich eine Top 10 quasi sinnvoll kreieren, wie zum Beispiel, was kommen wird, wie auch letztes Jahr, und ja, letztes Jahr hat es angefangen damit, meine Top 10 Manga aus dem Jahre 2015, sowas geht meiner Meinung nach noch so, vor allem weil, naja, es gab halt auch viel geht so Sachen und da kann man halt schon sagen, das ist eher geht so und das ist eher in der höheren Kategorie und deswegen macht für mich einen Sinn tatsächlich da eine Top 10 zu machen, das finde ich auch nicht schlimm. Andere Sachen sind, finde ich halt so, wenn ich sage eine Top 10 ever. Dann beinhaltet das sämtliche Anime und Manga, die ich ja theoretisch gesehen noch gar nicht habe gelesen oder gesehen. Was halt dann Quatsch ist, weil irgendwann später kommt wieder was da hinzu und dann, das ist immer so diese komische Sache mit Top Tens und meistens sind die irgendwie, ich weiß nicht, also entweder sind sie einfach zu Standard, weil das die Meinung aller ist, so im Großen und Ganzen, oder sie sind zu speziell, was dann die meisten auch nicht interessiert. Also sage ich einfach, zeige euch nun nicht meine Lieblings-Harem-Manga, sondern Harem-Manga, die ich wirklich für amüsant und empfehlenswert halte. Na, okay, also ohne Reihenfolge, ohne bla, das kommt jetzt einfach so, wie es so kommt. Ich habe mir ein paar immer den ersten Band zum Zeigen rausgenommen und ich fange einfach mal an. Ich werde es auch nur kurz erwähnen, also ich werde jetzt nicht tiefgründig hier eine Analyse machen. Dazu sind eben halt Manga-Reviews und derweilen da. Und es gibt da noch ein paar Werke, die ich nicht fertig gelesen habe und wo ich auch allgemein noch eine Manga-Review zu machen möchte. Weshalb ich jetzt hier in diesem Top 10 Video, wie ich es ja trotzdem nenne, nicht, wie soll ich sagen, keine großartige Wertung mit einfließen möchte, lassen möchte. So, genug geschwafelt, jetzt geht's los. Und zwar, ja, Harem. Erstmal, was ist Harem? Harem bedeutet, du hast ein männlich, also für mich nicht, also Reverse Harem, um es mal zu erklären, ist genau das Gegenteil vom normalen Harem. Also Reverse Harem bedeutet, dass du einen weiblichen Hauptprotagonisten hast und ganz viele, du bist quasi die Henne im Korb, ja, anstatt der Hahn im Korb. Du hast einen weiblichen Protagonisten und ganz viele männlichen außenrum. Ist für mich persönlich nicht so interessant, weil, wie es Ken Akamatsu schon so schön gesagt hat, der männliche Hauptcharakter oder Protagonist in einem Harem existiert natürlich deswegen, damit man sich ein Stück weit in diesen Charakter hineinversetzen kann. Und das Schöne ist auch meistens, dass die männlichen Hauptcharaktere einen auch immer irgendwie so als Kerl auch besonders gut treffen. Und da kann ich mich eher hineinversetzen, als wenn ich noch quasi in gedankliches Rollenspiel in eine Frau mich hineinversetzen muss. Und manche Sachen, Situationen sind dann für mich ein bisschen nicht so meins, weil ich bin ja kein, also ich bin kein Freund dieses Homosexuellen. Also ich persönlich kann damit halt nicht viel anfangen.
Wenn es jemand anders kann, dann auf jeden Fall Glückwunsch und viel Spaß. Aber bei mir ist es eben nicht so der Fall. Und deswegen lass mal diese Reverse-Harem von weg und wirklich nur rein der Harem, wo es sich darum dreht. Ein männlicher Protagonist und viele weibliche potenzielle Liebhaberinnen. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Aber ihr werdet sehen, wie interessant man das Genre tatsächlich gestalten kann, ohne dass es zu plump wird. Zumindest habe ich auch plumpe Werke, aber ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, ich fange mal an mit meinem All-Time-Favorite Anime, wobei das natürlich immer so ein bisschen, wie gesagt, so eine Sache ist. Rein gefühlstechnisch zumindest. Aber hier der Manga dazu von Seki Kuinui Comic Party. Es dreht sich um einen männlichen Protagonisten, der halt Doujinshi zeichnet und dann durch seinen Kumpel Taishi und diverse andere ja, Leute, die dort arbeiten, die zufälligerweise alle weiblich sind, unter anderem Doujinshi-Zeichnerinnen oder die Leiterinnen von der Comic Cat, also von der großen Comic Party, wie es da genannt wird, einer riesigen Anime-Manga-Convention. Und lauter so Leute trifft der Hauptprotagonist da halt und kommt nach und nach in diese Welt, wo er vorher gar nichts mit so wirklich anfangen konnte. Anime-Manga war vorher nie so seine Welt und auf einmal, bam, ist er drin und er hat das Talent zu zeichnen und zeichnet da halt Doujinshi und dann trifft er halt auch noch das Mädchen, das quasi Alleingang die Druckerei ja, besetzt, beziehungsweise ja, halt dort arbeitet und der lernt halt die kennen und dann lernt er andere Doujinshi-Zeichnerinnen kennen und das ist so ein bisschen so der Clou dahinter. Und es hat Drama-Elemente tatsächlich. Es kommen super lustige, also es ist super abgedrehter Humor. Seki Kuinui hat auch Murder Princess und Ratman gemacht, falls es euch was sagt. Die haben ja auch ein Stück weit Humor immer so ein bisschen an sich, dass es nie so ganz bitter ernst wird. Aber tatsächlich so rein so von der Zwischenmenschlichkeit und so gibt es in Comic Party diverse Dramen-Elemente. Und mit 5 Bänden kann man da auch, tut man sich da auch nicht dumm und dämlich zahlen. Kam bei uns in Deutschland raus, kam auch auf Englisch raus, kann man sich jederzeit holen, ist nicht wirklich teuer. Ich glaube, ist noch nicht so in die Seltenheit geraten. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert und ist mal ein interessantes Setting quasi. Also im Grunde basiert es ja sowieso auf der Visual Novel, die dazu existiert. So, dann haben wir ein Werk von Mario Kaneda, der hat leider eher weniger bis gar nichts gemacht, wo wir kennen, also bei uns und auch im englischen Bereich. Es gibt eigentlich nur Folgendes und zwar nennt sich das Girls Bravo. Und Girls Bravo hat eigentlich einen recht simple Storyline und ist auch nicht so, was du jetzt als weltbewegendes, innovatives bezeichnen würdest. Du hast einen Hauptcharakter und der ist halt allergisch gegen Frauen. Punkt erstmal. Und das kommt natürlich zu den ein oder anderen witzigen Momenten. Und eines Tages kommt halt durch die Badewanne, also es ist wie gesagt, es ist nichts Besonderes, durch die Badewanne ein Mädel zu ihm mit ein paar Punkten auf dem Kopf. Und dieses Mädchen löst bei ihm halt nicht diese Allergie auf, auch aus. Und dann kommt es halt dazu, dass er ja, eine Sandkastenfreundin hat, die ihn eigentlich liebt, aber er ständig von ihr einen Ausschlag kriegt und so Sachen. Und dann kommt später halt noch einer der coolsten Charaktere dazu. Das ist dann quasi so sein Gegenbuhler. Das ist so ein reicher Schnösel, der immer Handschuhe anhat, weil er allergisch gegen Männer ist in dem Fall. Und quasi sich da auch so ein Stück weit rein versetzen kann. Und es geht halt da irgendwie darum, so banal das klingt, er hat halt einen Haufen voll Mädels, die ihm nacheinander quasi zu Füßen liegen, kann man sagen. Aber du hast doch schon so du weißt schon, in welche Richtung es eigentlich geht. Das ist so dieser typische Harem, wo du weißt, dass wer zusammenkommt schon von Anfang an. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Aber zu dieser Umgang mit dem Humor, der wirklich meiner Meinung nach, also ich hab Tränen gelacht bei Girls Bravo, weil es einfach so, es ist ein sympathischer Humor, kann man sagen. Also es ist weder zu abgedreht noch zu Standard, sondern es schafft so diese Waage zu halten. Und ja, es ist nichts Besonderes, aber die Charaktere machen es besonders und der Zeichenstil von Mario Kaneda ist halt einfach auch echt schön.
Und dementsprechend Girls Bravo habe ich meine hellste Freude dran gehabt. Dann kommen wir vielleicht zu was ein Stück weit doch schon seriöserem, weil auch, oder sagen wir mal auch für die Erwachseneren eher, weil hier dann auch solche Thematiken wie durchaus wie Sadomaso oder, also jetzt nicht so intensiv, aber es wird dargestellt oder, was soll ich euch sagen? Ja, so Sachen eben halt auch mal thematisiert werden in geringem Maße. Und zwar bei dem Manga Maus. Maus ist vom Mangaka Satoru Akahori und Hiroshi Itaba. Also irgendeiner davon ist Mangaka, einer ist Storywriter. Und ja, erstens mal, dieser Manga, also Maus, ist definitiv was für Erwachsene, nicht für unter Erwachsene. Es dreht sich halt um Maus, einem Detektiv, sag ich schon, einem Superdieb, der ja wirklich, also der quasi sich die Challenge gesetzt hat, alles zu klauen, was ihn interessiert, alles, was für ihn wertvoll ist. Und er stammt halt aus einer Familie von Superdieben und er führt das halt einfach fort. Und er hat sich nach und nach eben halt Assistenten quasi zu seinen Gunsten arbeiten lassen, die teilweise, wo man teilweise dann Hintergrundgeschichten zu diesen Assistenten bekommt, die meistens eher sehr dramatisch und ja, schon so manchmal echt so ein bisschen bösartig sind, wo er sich dann herausstellt, so als der Retter, der trotz, dass er halt so ein verruchter Dieb ist, ja doch irgendwo ein Herz hat und ja, die verlieben sich dann auch alle in ihn und sind halt freiwillig seine Dienerinnen. Es ist nur eine Fantasiewelt, ja, muss man auch dazu sagen. Sowas nicht zu ernst sehen. Wobei ich sage immer wieder, wenn sich drei Frauen entscheiden, einen Mann sich zu teilen und zu lieben, also rein jetzt so mal so im, also wenn da wirklich die Entscheidung da ist von den Frauen, nicht, dass der Mann sagt, ich nehme euch drei jetzt und ihr müsst es halt akzeptieren, sondern wenn das halt auch andersrum so der Fall ist. Ich bin ehrlich gesagt, da ich sehe da eigentlich nie irgendwie ein großartiges Problem, aber das ist zu politisch auch, was das angeht. Rein jetzt so über Maus muss ich halt sagen, des unterhaltsam, aber lass die Finger vom Anime. Der ist ein bisschen, der hat ein cooles Opening und das war's im Grunde. Also der Anime ist recht mau. Muss ich sagen. Lest lieber den Manga, habt ihr mehr davon. Es sind auch schöne Zeichnungen dabei. Viel nackte Haut. Ja. Aber wenn ihr auf sowas steht, ist es genau mal so das Richtige. Und deswegen auch mal was hier für die Erwachseneren. So, dann wieder was für die etwas Jüngeren. Und zwar, wo ich schon eine Manga-Review zu gemacht habe. Und zwar zu Parallel. Parallel ist von der Mangaka Toshihiko Kobayashi und diese Mangaka hat auch Pastel gemacht. Pastel ist auch ein Manga. Den hätte ich heute auch quasi empfohlen, aber das Problem ist, der wurde nicht beendet. Sprich, der ist irgendwie in Deutschland bei Band 24 oder 21 oder was auch immer hängen geblieben und weil der Mangaka einfach zu lang braucht in Japan und deswegen, also das ist ja gerne mal der Fall und dann wird es halt gedroppt und dann hört man nie wieder was davon. Was schade ist, weil Pastell ist super, also wenn ihr euch das vielleicht irgendwie online geben könnt oder so, Pastell auf jeden Fall was wert. Und wenn ihr was in der Hand haben wollt von diesem Mangaka, dann empfehle ich Parallel. Das hat vier Bände oder fünf, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, also es ist recht kurz. Kauft man, ist jetzt hier auch nicht so der Ober Hammer, was man da dann an Geld ausgibt. Und ja, es dreht sich halt um unseren Hauptcharakter. Sind also alles ein bisschen jüngere. Also ich würde die mal so 14 oder so einschätzen. 14, 15, so um den Dreh rum. Und es sind halt so schöne Geschichten und schöne Settings auch immer. Immer irgendwie so eine Inselgruppe in Japan mit Strand und mit Hafenfeeling so. Das ist schon immer irgendwie Urlaubsfeeling auch so ein Stück weit, ne? Und ja, es dreht sich halt um unseren Hauptcharakter und der ärgert halt immer so ein Mädchen und aber eigentlich liebt er sie und irgendwann mal traut er sich das zu sagen und ja, sie reagiert dann ganz komisch darauf und letzten Endes ist es halt so, der Vater hat halt
eine Frau kennengelernt und diese Frau ist ganz zufällig die Mutter dieses Mädchens, was sich dann herausstellt, und die wollten halt heiraten, was die zwei dann zu Geschwister machen würde. Und das ist so diese Krux, wo womit sie halt ein Problem haben, weil dann wäre es ja quasi Geschwisterliebe und das ist ja nicht so cool, ne? Und das ist so ein bisschen das, was da thematisiert, aber er kriegt natürlich noch andere potenzielle Liebhaberinnen an den Kopf geworfen. Wer es dann letzten Endes wird, das könnt ihr dann in parallel nachlesen. Schöne kleine Harem-Geschichte, wunderbar. So, von dem Macher von Negima, Hey, I Love You, Itsudate Mae Santa und unter anderem dieses hier, Lafina. Der gute Ken Akamatsu, nach wie vor für mich einer der besten Harem-Mangaka auf Erden, weil er einfach es weiß, einen sympathischen Charakterroster zu bilden. Dann einen Hauptcharakter, der zwar irgendwie schon so ein bisschen auf der Loser-Seite ist, aber gleichzeitig doch irgendwie grundsympathisch ist, weil er nicht so schnell aufgibt oder wenn er mal so schnell aufgibt, dann gleich wieder irgendwo quasi sich ein Herz fasst und trotzdem. Also ich zum Beispiel einfach Keitaro aus diesem Manga jetzt, der ist einfach so dermaßen grundsympathisch und lustig. Und ja, es ist auch irgendwie, das ist auch, Lafina war immer so für mich damals einer so dieser Manga, wo man liest und dann verliert man sich darin und dann ist hier so ein potenzieller Love Interest und dann denkst du so, oh ja, Keitaro, das ist sie, die ist so, die passt auch super zu dir. Und dann kommt halt noch eine andere und dann denkst du, ha, die passt aber auch voll super zu dir. Und dann merkt man erstmal, was für ein Dilemma man geraten kann, wenn man, sagen wir mal, sich auf drei Frauen versteift hat und nicht und jetzt quasi sich für eine entscheiden müsste. Ich meine, das ist ja logisch, sowas macht man nicht, wenn man einfach sage, ich nehme euch jetzt alle drei. Wie gesagt, wenn das alle okay finden, dann sage ich da auch gar nichts zu. Aber naja, im Normalfall sollte man, na, hat man eine, ne? Und die ist richtig. Und das zu entscheiden und so weiter, das war schwierig für Keitaro, aber es war auch schwierig für den Leser an sich, weil es ist so eine schöne Geschichte. Und auch wenn der Manga viel Hass bekommt wegen dem naja, sagen wir mal, im wahren Sinne zweiten Hauptcharakter, der quasi im späteren Verlauf des Manga zum Hauptcharakter wird, was sie persönlich dadurch noch sympathischer macht, ist halt hier in der Mitte die gute Naru. Und die Naru kriegt einfach einen Bullshit ab, weil sie Keitaro immer so gern schlagt und halt so zundere-mäßig drauf ist. Aber ich weiß nicht, ob das heute nicht mehr so in ist, aber damals war das eben halt eine Form von Humor, dieses Schlagen. Also er wurde nicht wirklich durch den Himmel geschlagen. Das ist einfach ein Stilmittel, um zu zeigen, dass Naru halt ein bisschen so die Problematik hat, irgendwie ihre Gefühle frei zu la laufen zu lassen. Stattdessen schlagt sie ihn halt einfach aus Unsicherheit. Und das war halt der Humor. Und das war damals oft so. Und Ken Akamatsu hat einfach auch so mit diesem Harem so ein bisschen ein Stück weit angefangen. Es gab natürlich auch davor schon andere Harem und Ideen in diese Richtung, aber durch Ken Akamatsu ist es bei uns, also vielen in meinem Alter so ergangen, dass sie dann quasi den Geschmack an Harem gefühlt haben. So wie heute jetzt zum Beispiel es Highschool DxD macht, weil die zwei Sachen verbinden, was unglaublich gut funktioniert bei der Jugend. Und zwar einmal ist es halt edgy, Harem in Kombination mit auf die Fresse. Und ja, soweit mal so gut. In Lafina dreht sich halt um Keitaro, der kommt, der will sein, der fliegt raus aus seinem Familienhaus, weil es da halt einfach Stress gibt. Und beziehungsweise er fällt halt ständig durch die Uni durch oder durch die Prüfungen. Und ja, dann fliegt er halt raus und dann heißt, geh doch mal zu deiner Oma und mach da halt, verdiene halt mal ein bisschen Geld und versuch halt da mal dann irgendwie, weil wir haben keinen Bock mehr, dich hier aufzunehmen, du musst auch mal raus. Und dann geht er halt dahin zu seiner Oma und merkt dann halt, die Oma ist nicht da und die Pension, die sie damals mal hatte, ist jetzt eine reine Mädchenpension und damit fängt es dann halt an. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich nach wie vor sage ich, das ist ein All-Time-Classic für mich. So,
Noch was von Ken Akamatsu, und zwar AI Love You ist im Vergleich, ist sehr groß, kann man wirklich vergleichen mit Oh My Goddess. Es hat im Grunde so die gleiche Thematik. Du hast einen Hauptcharakter, das ist so ein typischer Nerd, da muss man auch dazu sagen, das ist quasi Ken Akamatsu, wie er sich selber dargestellt hat. Witzig. Also wer wissen wollte, wie Ken Akamatsu quasi in seiner Jugend war, dass hier der Hauptcharakter da drin ist, Ken Akamatsu quasi. Nur ist er mit ein paar Sachen abgewandelt. Und es dreht sich halt um ihn, der ist ein totaler Computer-Nerd, und er hat irgendwie ein Programm entwickelt, das quasi ein Mädchen ist, ne? Damit er mit ihr reden kann und so weiter, weil er sich selber so jetzt mit echten Mädels da nicht so traut. Und die wird eines Tages halt so à la Frankenstein-mäßig mit dem Blitz im Computer, bla, wird die halt lebendig und hat aber trotzdem diese gleichen Fähigkeiten. Sprich, sie kann mit Toaster reden oder mit einem Bankautomaten oder solche Dinge. Und nach und nach kommen dann halt noch andere Programme zustande, die er schon mal entwickelt hat. Also, und dann werden die quasi Schwestern, diese Programme. Also es gibt, glaube ich, drei, wenn mich nicht alles täuscht. Oder waren es sogar vier. Also irgendwie sowas. Und dann ist es natürlich auch ganz klar, er ist dann im Harem und muss sich halt irgendwie dann vielleicht entscheiden. Oder vielleicht nimmt er doch ein reales Mädchen, weil die vielleicht ja limitiert sind und irgendwann mal nicht mehr existieren, weil es ja nur Programme sind. Oder wird eine vom Virus überfallen oder lauter so Sachen. Also, es sind 8 Bände. Nach wie vor eine schöne Geschichte. Wie gesagt, Ken Akamatsu weiß einfach, wie das mit Harem funktioniert, wie man sich in den männlichen Charakter hineinfühlen kann. Ein Stück weit. Ja. Ältere Zeichnungen, muss man dazu sagen. Es ist nicht auf dem Level von Negima oder Lafina. Es ist sein. Ich glaube, sein zweites Werk und vor allem sein erstes richtiges, also längeres. Das andere war nur ein One-Shot. Und dementsprechend muss man dann nur sagen, ja, noch ein bisschen so das Auge zudrücken, ist schon ein älterer Zeichenstil, aber er weiß zu gefallen mit Story und Charakteren. So, dann haben wir Angeloid, aka Susanoo Otoshimono, vom Mangaka Yuzu Minazuki, und der hat unter anderem auch Dings hier gemacht, Gudere Sora Nagihara heißt das, glaube ich, ja. Das habe ich jetzt nicht mit eingeworfen, weil auch wenn quasi der Hauptcharakter in einem Harem gewissermaßen ist, will er es ja eigentlich gar nicht, und dann ist es ist irgendwie kein richtiger Harem, auch wenn es quasi so das Ziel von der einen ist, ihn zum Haremkönig quasi zu machen. Es fühlt sich nicht so wirklich wie ein Harem an, nur so. Ja, es ist nicht so ein richtig typischer Harem, deswegen habe ich nicht dazu. Auch sehr empfehlenswert, sehr lustig, aber für mich ist zum Beispiel hier einfach Susanoo Otoshimono ein größerer Harem. Es dreht sich halt um unseren Hauptcharakter, und er träumt halt von einem Engel, der sagt so, ey, bald kommt da etwas, passt drauf auf und so weiter. Und er wacht halt auf und weint, weiß nicht warum, also ganz, ganz merkwürdig. Und eines Abends läuft er halt irgendwo auf dem Berg rum oder so, und auf einmal knallt ihm da halt ein Engel auf die Erde. Und dieser Engel ist die gute Ikaros, und die ist so ein bisschen gudere, die ist ein bisschen kudere so drauf, also total leere Augen, recht monotone Stimme und so weiter. Und sie wirkt wie ein Roboter, was sie auch irgendwie scheinbar ist, aber auch irgendwie ein Engel. Und ja, und sie lebt halt bei ihm und kann ihm halt so Wünsche erfüllen und so lauter so Dinge, so abstruse Dinge machen. Der Humor ist echt, der sucht seinesgleichens, meiner Meinung nach. Ein absolut wunderschöner, lustiger Humor, total pervers und total übertrieben. Ich liebe es einfach. Viele kritisieren quasi das Ende vom Manga bzw. vom Anime, weil der kam ja dann in einem Film raus. Aber ich habe es noch nicht gesehen, deswegen kritisiere ich es nicht. Es kann natürlich ein blödes Ende haben, aber ich denke einfach mal, das ist bei Harem-Manga vielleicht oder sehr oft des Öfteren mal tatsächlich so. Also Lafina ist, glaube ich, einer der wenigen Harem-Manga, wo ich sage, das hat ein Ende, wo ich sage, das ist okay. Das ist da fühle ich mich nicht verraten, oder da fühle ich nicht irgendwie von Kopf gestoßen oder so. Das ist bei Haremmanga halt aber öfters der Fall. So, auf jeden Fall hier, bam. Sora no Otoshimono. Mann, Mann, Mann. Ja, ich würde fast sagen, dass wir
dieses Video aufteilen in mehrere Parts, sprich, weil das funktioniert sonst nicht. Ich habe zu viel, einfach zu viel darüber zu reden. Und deswegen mache ich jetzt hier einen Cut, beziehungsweise ihr seht das Video morgen oder später. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Je nachdem, ob ihr noch eins wollt, könnt ihr mal schreiben. Dann kann ich vielleicht eventuell gucken, ob ich es noch direkt freischalte, weil hochgeladen habe ich es wahrscheinlich jetzt schon. Ja, auf jeden Fall, das waren mal die Haaremangel, die ich empfehle. Es werden noch weitere kommen. Freut euch drauf und ja. In diesem Sinne, ich bin der René von der Mesa Manga und ich sage ho, ho, ho.